Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Es geht weiter in der Weltmeisterschaft. Heute Doppeldecker-Zerstörung. Doppelte Zerstörung. Es ist an der Zeit, diese entzückenden Doppeldecker bei einem Demolierungsderby in rauchenden Stahlklumpen zu verwandeln. Du hast die Ehre, daran mitzuwirken. Doppeldecker. Wir wissen, die sind ziemlich top-heavy, was das Gewicht angeht. Von daher muss man da ein bisschen aufpassen, wenn man gerammt wird. Verursacht den meisten Schaden, zerstöre mindestens drei Gegner Doppeldecker. Big Valley Speedway. Let's go. Den meisten Schaden. Das ist so doof. Wirklich so bescheuert eigentlich. Da liegen die schon auf der Seite. Das war gut. Den nehmen wir nicht, aber ich habe so wenig Geschwindigkeit. 9 Hits, naja. Das war auch ziemlich gut. Okay, zu lange in der Mitte stehen ist, glaube ich, ein tolles Urteil. Das war auch gut. Ich weiß, ich setze mich manchmal ziemlich oft zurück. Aber man hat manchmal einfach 43 HP noch keinen einzigen zerstört. Die meisten haben auch ziemlich viel Leben. Ich muss eigentlich ein bisschen abwarten. Okay, dritte Position habe ich. Den brauche ich. Ach, come on! Das hat nicht gezählt. Einer zerstört, 1000 Punkte. Soll wieder raus. Übersicht verschaffen. Okay, Hjalmar. So es werden. Oder auch nicht. Okay, Herausforderung bestanden. Schon mal was. Jetzt 36 HP. No! Shit. Ja, da hat er mir tot weggenommen. Come on! Mindestens einen will ich noch. Okay, der ist tot. Draußen ist einer, der fast tot ist. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich treffe die scheiß Säule? Jetzt aber. Komm schon, einer will ich noch mit in den Tod nehmen. Wo sehen sie, wie fast los sind? Wahrscheinlich jetzt beide tot. Und ich bin auch tot. Ich bin
wenn es ein bisschen wird, dass ich mich eigentlich respawnen kann und die anderen glaube ich nicht. Oder doch? Doch, doch, doch. Das war ein guter Hit. Mal kurz außen rum. Dann nehme ich mit. Yes. 5 zerstört. Noch 10 Sekunden. Nice. Nice. Erster Platz. Sehr gut. Und Level 42. Sorry, 41. Wie man vielleicht gesehen hat, habe ich wieder ein bisschen weniger Geld, da ich ein Auto gekauft habe. In der Hoffnung, damit ich mit diesem Auto die anderen Rennen machen kann. Aber irgendwie geht das doch nicht. I don't know wieso. Es ist eigentlich die richtige Kategorie. 1 von 1 Bonus ziehen und 100 Punkte von 100. Zum Beispiel hier. Ich habe ein Auto, das Max A ist, amerikanisch, aber wird nicht angenommen. Und auch hier, A, amerikanisch, nicht angenommen. Why? Ich verstehe es nicht. Aber wir haben zumindest das letzte Mal hier alles freigeschaltet, damit wir alles spielen können. Ich schätze mal, wahrscheinlich wird das irgendwie nicht reichen mit dem Geld, wenn ich da noch irgendwie Autos kaufen muss, um die ganze Serie hier abzuschließen. Dann braucht mindestens 3600 Punkte, sehe ich gerade oben, für den Sieg. Und wir sind bei 2300. Ja, könnte schwierig werden, wenn ich das so sehe. Battle Royale. Mach dich bereit für die ultimative Schlacht mit zermalmendem, schleudertraumabeförderndem, flügelzerberstendem Chaos. 24 der härtesten Farben machen in diesem explosiven Gemisch aus reiner Zerstörung den Sieg unter sich aus. Und das mit mähdreschen Schulbussen und Riesenschleppern und Wohnwagen. Demolierungsarena Dirt Devil Stadium. Zerstöre mindestens 3 Gegner. Verursache mindestens 2000 Schaden. Allerdings ist jetzt noch das falsche Fahrzeug ausgewählt. Doch was Robustes. Der Rammer RS ist da ziemlich robust. Der Matic zwar auch, aber er ist auch ziemlich top-heavy. Schulbus könnte man versuchen, aber ich bleibe glaube ich beim Rammer RS. Rammer RS, wie auch immer. Ist das wohl Dreieck? Dann lass mal sehen. Vielleicht fahre ich gar nicht erst los und lass die alle mal gegeneinander antreten. Okay, die haben alle, ja gut. Die haben alle den scheiß Bus oder den LKW und einen Mähdrescher und Camper und ich habe mir hier so ein Auto geschnappt. Wieso? Zerstöre mich mit links. Ich hätte auch ein fettes Teil nehmen sollen. Ich werde so durchgenommen, das kann ich euch sagen. Gesehen. Mähdrescher. Ich glaube, die Mähdrescher sind ein bisschen
stärksten, da muss ich aufpassen. Die Motorhomes kann man ziemlich gut zerstören. Ziel erreicht, 2000 Schaden. Aber er ist nicht zerstört. See, oben links. Ich soll ja mindestens 3 Leute zerstören. Da, der Mähdrescher. Ein Gegner demoliert. Und da ist der Fahrer. Das nehme ich auch mit, Little Ripper. Reaper. Oh! Ach Gott. Der gehört mir. Der gehört mir. Drüben liegt ein Bus. Ziel erreicht. Dann habe ich ja doch nicht so die falsche Wahl getroffen, wie es aussieht. Und da ist noch ein Bus, der halb tot ist. Auch demoliert. UDP. Ja, nicht ganz gereicht. Okay, der war glaube ich schon tot. Demoliert. Der lebt noch. 2 Gegner sind noch übrig. Sieht für mich nach einem Sieg aus. Die haben sich gegenseitig demoliert. Nice, Position 1. Es war doch ziemlich einfach, obwohl ich zuerst dachte, das würde hinten rausgehen. Aber wir haben es gemeistert. 200 Punkte, 2 von 2 Bonusien, ein erster Platz. Wo haben wir ziemlich abgelost? Ja, da fehlen halt 2 Bonusziele. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Da gibt es noch 800 Punkte, dann wäre ich bei 3300. Doch, das sollte glaube ich machbar sein. Verdrehtes Chaos. Bei Tagesanbruch treffen sich die fiesesten Demolierungsfahrer, um sich selbst und anderen in einem epischen Rennen auf einer der kurvenreichsten Strecken überhaupt herauszufordern. Ein Stuntfahrer aus der alten Garde will, dass du mit seiner Karre alles schlägst. Schaffst du das, gehört seine Perle von Gefährt dir. 3 Runden Deathloop Hauptstrecke, zerstöre mindestens 3 Gegner, verursachen 1500 Schaden. Mal schauen, ob wir das erreichen. What the hell are you doing, man? Ernsthaft?
gedreht. Das könnte jetzt fies enden. Okay, doch nicht. Das war ein Hit. Alles gut, schieb mich doch nicht an. Wie die hier durchgeprescht kommen. Ich dachte schon. Oh shit! Das war ein harter Treffer. Letzte Runde. Nehmen wir auf erster Platz. Trotz zwei harten Treffen. Das Auto hat ziemlich in sich. Aber wie es aussieht, werde ich da keinen Gegner mehr demolieren können. Weil das war das Ding schon. Aber wir haben sein Auto bekommen, wie es aussieht. Nee, wait. Es geht ja noch weiter. Vollidiot. Geht ja noch zwei Rennen weiter. Ich dachte schon, das war's. Dabei. Gelegenheit gesehen und ich musste sie nutzen. Der Ziel erreicht, 1500 Schaden. Schon. Ich frage mich, wie realistisch so ein Looping ist. Ob das wirklich möglich wäre. Wahrscheinlich. Es gibt ja diesen Death Ball, bei dem ein Motorrad in der Kugel 63 Grad herumfährt. Und das braucht, glaube ich, auch nur so 60, 70 Meilen pro Stunde. Also irgendwie so 100 km/h sind. Das war's mit dem Sieg. Und sogar zweiter Platz. Schade, schade, Dieter. Jetzt kommt's drauf an, 6 Runden. Haben wir vor uns. Schlechter Sprung. Wie das aussieht. Das kann jetzt böse enden für uns, wenn wir als erstes durch den Looping gehen. Okay, doch nicht.
Das war schön. Das war schön. Ja, geht so. Gekürzt. Sah irgendwie so aus. Die Bremsen ist besser als reingriffen. Eindeutig. Okay, ein Gegner demoliert. Diese Chance musste ich nutzen. Diese Chance musste ich nutzen. Vielleicht finde ich ja nochmal einen Opfer. Schade, ich dachte, ich würde ihn erwischen. Dann reicht es wahrscheinlich leider nicht. Noch zwei Gegner zu finden. Aber auch als erster... Sage ich da nicht nein dazu, wenn ich dann ein neues Auto habe, das gratis ist. Oh shit! Okay, jetzt habe ich ein Problem. Der zweite ist direkt hinter mir. So ziemlich direkt hinter mir. Ich hab geschafft. Oh ne, es ist noch eine Runde. Ich dachte, das wäre die letzte. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um wieder ein bisschen Platz zu haben. Platz zu bekommen zwischen 2. und 3. 1. und 2. Aber im dritten werden wir wahrscheinlich nicht mehr erwischen. Nee, davor ist schon das Ziel. Okay. Naja, gut. Wir haben sein Auto bekommen. Was will man mehr? ...200 Punkte sowieso. Bonusziele 1 von 2. Ja, und damit würde ich sagen, war's das wieder von Wreckfest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.